Folge Roblox Brookhaven habe ich einfach als die Lara aus Frankfurt getrollt. Und ihr habt so oft in die Kommentare geschrieben, Lami, du musst auf jeden Fall noch eine Folge als die Lara machen. Und Leute, als die Lara erlebt man wirklich sehr, sehr süße Abenteuer. Und ich sag's euch, was wir heute wieder erlebt haben, ich habe einfach die größte Online-Data-Party in ganz Roblox Brookhaven geschmissen. Und wirklich, der ganze Server war in meinem Haus. Wir haben sehr viel Wahrheit oder Pflicht gespielt. Doch irgendwann kam ein Junge in die Runde und er wollte kein Wahrheit oder Pflicht spielen. Er wollte ganz andere Sachen machen. Also habe ich ihn einfach verfolgt. Und was ich dann gesehen habe, das wollt ihr nicht sehen. Also doch, ich glaube, das wollt ihr schon sehen, aber... Naja, Leute, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Dann wisst ihr, was ich meine. Lasst noch ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute, hier bin ich schon. Die Lara aus Frankfurt. Yeah, Baby. Wo sind meine Online-Data, hä? Wie gesagt, Leute, ihr habt es euch gewünscht. Ich muss unbedingt nochmal als die Lara trollen. Und genau jetzt, wo ich das Video aufnehme, haben wir auch schon wieder 0 Uhr. Und wir wissen ganz genau, um diese Uhrzeit kommen alle Talahuns und Talahinas. Flurry und Tequila. Und ja, wie wir auf der Straße sehen, hier sind alle meine Schwestern unterwegs. Hey! Warte mal, der Talahun schreibt... Ich mache WG. Will jemand rein? Natürlich will ich rein. Und das Mädchen schreibt einfach mal, keiner? Natürlich, ich schreibe, ja komm, ha Bubu. Und der Talahun antwortet zu dem Mädchen, du kommst sowieso nicht rein. Oh, 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 die zwei haben Streit. Und jetzt schreibt er, was für ha Bubu? Ich dachte, du wirst mein ha Bubu. Naja, bevor er eine WG aufmacht, ich eine WG. Also Leute, die Lara aus Frankfurt macht jetzt eine miese Villa auf. Aber jetzt müssen wir erstmal Werbung für unsere Hausparty machen. Hier schreibt wir WG für alle. Ja, dann hier noch ein Schild. Und hier kommt auch noch ein Schild hin. Und schaut euch das mal an. Er hat jetzt wirklich eine WG gemacht. Also nee, ganz ehrlich, hier kommt auch noch ein Schild hin. Kommt alle Haus 33. Ja, keiner will in deinen Stinke-WG. Ich schreibe einfach mal, dein Haus ist zu klein. Genau wie dein Gehirn. Ja, Mann. Voila. So, am Spawn müssen wir auch noch Werbung machen. Und ja, ich glaube, das sollte jetzt mit der Werbung passen. Aber wer ist denn hier? Aha, aha. Ich schreibe einfach mal, komm zu meiner Hausparty. Hä? Wie bin ich nach hier unten gekommen? Oh, das ist aber nicht nett. Naja, schauen wir einfach mal nach. Ist schon irgendjemand hier bei unserem Haus? Wir schauen einfach mal nach. Ich glaube, wir sollten genug Werbung gemacht haben. Aha, aha, da kommt jemand mit Helikopter. Oha. Moment mal, wer kommt da gerade? Ronaldo? Banani? Nee. Moment mal, es ist... Hello. Ailina. Aber warte mal. Der Talahun ist auch hier am Start. Geht die Leute, wir müssen noch ganz kurz warten und dann ist unser Haus voll. So, wir machen hier noch miese Dekoration hin. Also Leute, was sagt ihr? Würdet ihr auf meine Hausparty kommen? Ich habe hier sogar richtig krass dekoriert. Ich meine, hier gibt es überall Essen und noch mehr Essen und noch mehr Essen. Lecker. Aber es fehlen immer noch mehr Leute. Aha, wer kommt denn da? Er schreibt, hi. Ich schreibe einfach mal, na du Hübscher. Und er fragt, kann ich in der WG sein? Okay, Leute, den müssen wir jetzt ausnutzen. Ich schreibe einfach mal, klar, soll ich dein Zimmer zeigen? Und er schreibt, ja. Aber warte mal, das Mädchen schreibt, Leute, was willst du, Junge? Achso, sie schreibt, hi, girl. Und schaut mal, sie schreibt den Period-Emoji. Hey. Ich schreibe einfach mal, Period. Und sie schreibt, soll ich mal Riz machen? Ich schreibe einfach mal, zeig mal dein Riz, girl. Und sie schreibt, bist du der Boden oder warum stehe ich auf dich? Oh, den Spruch kenne ich schon lange. Er schreibt sie, weißt du, wer eine Tür steht? Ich kann sie leider nicht öffnen, weil dein Lächeln mich zu sehr blendet. Ich schreibe einfach mal, wow, girl, dein Riz ist 10 von 10. Und sie schreibt, danke. Bitte? Aber sag mal, dieses Schild habe ich nicht dahin getan. Wer hat das Schild hingeplatziert? Platziert? Steht... Der Liebebereich? Yo, 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 was geht hier ab, Mann? Das ist aber nicht meine Dekoration. Sass. Naja, vielleicht erwischen wir gleich noch jemand im... Liebesbereich. Oder so. Das Mädchen schreibt jetzt, ich gehe jetzt schwimmen. Wow, Moment mal. Okay, 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 verstehe schon. Leute, ihr seht, es kommen immer mehr Leute in meine Hausparty. Und ich glaube, die zwei haben hier gerade Streit. Leute, nicht streiten auf meine Hausparty, okay? Mein Haus, meine Regel. Okay, 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 es kommen immer mehr Boys in mein Haus. Oha, schaut mal. Aha, wir haben hier Mohammed, okay? Und warte mal, der Junge schreibt, ja, lass WOP. Okay, 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 die wollen alle WOP spielen. Ich sag's euch, Leute. Wallah, ja. Keiner macht miesere Partys als die Lara aus Frankfurt.
Yeah! Hey Leute, ich glaube, so eine große BOP-Runde habe ich noch nie gesehen. Nina schreibt, wer fängt an? Und das Mädchen schreibt, ich sage jetzt Riss. Nee, sorry, wir spielen jetzt BOP, okay? Gleich kannst du deinen Riss raushauen. Mohammed schreibt jetzt, Alicia, WOP. Warte mal, und Melissa schreibt, mit Küssen? Nein, aber Alicia nimmt jetzt Pflicht, okay, okay. Und Mohammed schreibt Ehre. Hä? Was meint er damit mit Ehre? Achso, er wollte Emre schreiben. Achso, okay, verstehe. Emre? Wer ist Emre? Ah, Emre. Er schreibt diesen Emoji. Achso, warte mal, das Mädchen schreibt, der meint Küss Emre. Warte mal, Alicia muss jetzt Emre küssen, na los. Und sie schreibt, achso, Hamam. Oh Leute, es passiert jetzt. Es passiert jetzt. Sie schreit, steh doch auf. Genau, Emre, steh mal auf, Mann. Oh, es passiert, es passiert. Was ist schon? Ah, nee, warte mal. Ich glaube, die fangen jetzt an. Schaut euch das mal an. Die schreibt ein Kuss-Emoji. Und Mohammed schreibt, okay, gut. Jo, was geht hier bitte ab, Mann? Sei mal ehrlich, habt ihr so eine Party jemals gesehen? Und das Mädchen schreibt, ich muss das posten. Keine Sorge, ich poste das schon auf YouTube. Keine Sorge. Also Leute, lasst gerne ein Like da, okay? Sonst höre ich auf, Videos zu posten, wirklich. Das Mädchen schreibt, macht weiter. Bruh. Ja, macht ihr mal weiter. Ich muss erstmal etwas abchecken. Und Leute, ich glaube, ein paar Jungs sind nach oben gelaufen. Geht einfach mal dahin. Aha, Moment mal, was geht hier ab? Hallo? Aha. Hey, wo springt ihr? Aha, Leute, habt ihr das gesehen? Schaut euch das mal an. Über was reden diese zwei Jungs da unten? Ich glaube, die zwei Jungs, die lieben sich. Okay, seid aber mal ehrlich. Wer bist bitte du? Aber naja, ich würde sagen, ich übernehme das jetzt einfach mal hier. Mina schreit doch schon. Voila, bin einfach Luft. Aber ich frage sie, Mina, Wahrheit oder Pflicht? Und sie nimmt Wahrheit. Ich frage sie einfach mal, wen von hier findest du süß? Und sie antwortet einfach mit gar keinen. Nee, das glaube ich ihr nicht. Ich schreibe einfach mal, lüg nicht. Und sie schreibt, bruh. Und sie schreibt, wenn ich sag kein, dann meine ich auch gar keinen. Ich schreibe einfach mal, hast ein Crush auf Tugra? Und sie schreibt schon wieder, bruh. Hell na, auf kein Digga. Oh, naja, wenn es so ist, dann, Tugra, mein Bro, es tut mir leid, aber sie will dich nicht. Und Melissa schreibt hier, könnt ihr mir etwas sagen? Okay, Melissa, wenn du unbedingt willst. Melissa, Pflicht oder Pflicht? Oh, was für ein Wunder, sie nimmt Pflicht. Und ich schreibe einfach mal, mach einen Tanz auf Tugra. Kein Ding, Bro, ich klär dir. Moment mal, er läuft weg? Hä, und sie tanzt jetzt? Moment mal. Und er schreit, hört mal auf, die meinte ernst. Ja, Bro, ich klär für dich. Und Melissa schreit, oh, wie peinlich. Und Mina schreibt, was? Und Melissa schreibt, das. Aha. Okay, Melissa schreibt jetzt Wahrheit oder Pflicht an Mina. Und Mina schreibt Wahrheit. Nee, stopp mal hier. Das ist meine Hausparty. Ich schreibe einfach mal, nee, Mina, du nimmst Pflicht. Und sie schreibt, bruh. Warte mal, was geht denn jetzt hier ab? Hä? Okay, hier ist noch mehr Platz, verstehe. Und sie schreibt, Digga, wie sitzt der? Was sagst du? Der sitzt doch ganz normal, oder nicht? Aber nicht vergessen, Mina, lenk nicht ab vom Thema. Du hast Pflicht genommen. Und sie schreibt, okay, dann gibt Aufgabe. Und ich schreibe einfach mal, umarm einen Jungen mit Affenplüschi. Und sie schreibt, hell no. Oh, hell no. Jetzt schreibt sie, wieso das, Digga? Und ich schreibe, Pflicht ist Pflicht, sorry. Und das Mädchen schreibt auch schon, ist doch nichts Schlimmes. Und jetzt fragt Mina, ja, wen denn? Und ich schreibe einfach mal, den du magst. Also zeig mal her, Mina, wen magst du hier am meisten? Sei mal ehrlich. Und sie schreibt, ich mag keinen Jungen von ihr, weil ich die nicht kenne. Ja, dann nimm irgendeinen halt. Chill mal. Und sie schreibt, bruh, Mohammed, steh einfach auf. Mohammed. Ja, Moment mal, was geht denn da ab? Hey, was soll das hier? Na toll, der Typ ist off, also keine Umarmung. Hey, Mohammed, schläfst du? Die wollte dich gerade umarmen. Hey, Leute, was ist das hier für eine komische Runde, Wahrheit oder Pflicht? Und warte mal, wer bist du denn jetzt? Solaf? Solaf? Moment mal. Olaf? Olaf Scholz! Warte mal, das Mädchen will ihn wieder umarmen. Aber er schreibt, Walla, niemand umarmt mich. Und sie schreibt, Tamam, Abi, da muss ich keinen umarmen, die Lara. Aber ich schreibe, doch. Du musst Emre umarmen. Emre? Wo ist Emre hin? Aha, da ist Emre. Moment mal, wo waren die zwei? Aber sie schreibt, nein, der hat doch was mit Alicia oder so. Okay, dann nimm Tugra. Aber warte mal, Emre schreibt, ich hab nichts mit Alicia. Aha, Mina, deine Chance. Und sie schreibt, bruh. Naja, ich schreibe einfach mal, er hat nichts mit Alicia. Er will dich. Aha, Emre steht schon auf. Moment mal, der ist weggelaufen. Hey, wo laufen die immer? Hä, aber jetzt ist Tugra hier. Hey, Leute, ich komme hier langsam echt durcheinander. Na los, Mina, umarm jetzt irgendjemanden, Mann. Und jetzt fragt schon Melissa, soll ich? Nein, Melissa, du sollst niemanden umarmen. Mina muss, aber sie schreibt, Digga, muss ich?
Holla, kein Bock. Oh Mann, ey, die machen ihre Aufgaben hier nicht. Aber warte mal, die zwei Jungs machen hier WOP weiter. Und er schreibt, du bist dein Crush? Und er schreibt, na. Warte mal, wer ist er jetzt? Und was schreibt er da? Nee. Moment, 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 wohin gehen die? Yo, 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 Leute, die müssen mich verfolgen. Hä? Wohin gehen die bitte? Alicia schreibt schon, ich muss sehen. Ja, Alicia, ich muss das auch sehen. Aber er schreibt bitte alleine. Nein, ich lasse dich nicht alleine. Warte mal, jetzt schreibt er noch, wer will noch? Der Junge, niemand will noch. Und Emre schreibt, ich muss kacken? Moment mal, jetzt hat der Junge sich hingelegt. Hey, 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 was passiert hier? Nee, 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 nee. Also nee, Leute, das dürft ihr wirklich nicht sehen, okay? Und jetzt schreibt ihr noch wirklich gut. Und jetzt schreibt der Junge, lass zu mir, dann kommen wir wieder. Und das Mädchen schreibt einfach, okay, warum? Was wollt ihr von mir? Er hat sich wegteleportiert. Okay, Leute, wir sehen, die Party geht hier auf jeden Fall mega ab bei mir. Aber ich muss auf jeden Fall weggehen hier. Leute, ich muss da zwei Menschen beobachten. Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Aha! Seht ihr das, Leute? Wir müssen auch da reingehen. Okay, er hat noch nicht abgeschlossen. Oh, doch, er hat abgeschlossen. Er hat sogar die Fenster zugemacht. Er ist ein richtiger Online-Dater. Oh mein Gott. Leute, wir gehen ganz schnell rein. So, wir dürfen nichts verpassen. Ich sag euch, die Abenteuer als Dilara aus Frankfurt sind einfach nur mega cool. Eigentlich nur mega süß. Wirklich sehr süß. Aber wir schleichen uns einfach mal hier nach oben. Vielleicht sehen wir schon irgendetwas. Aha, ich bin auch nicht alleine. Aha, Mina, du auch hier? Moment, Moment, Moment. Oh, nee. Oh, nee, Leute. Oh, nee, 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 nee. Ich schreibe einfach mal erwischt. Und ich schreibe noch, ich bin Lami und mache ein Video. Und der Junge schreibt einfach nur, komm, Junge, dein Ernst? Warte, warte, warte. Jetzt schreibt das Mädchen, was ein komischer. Und er schreibt, hä? Warte mal, ich glaube, Ellie hat ihn auch getrollt. Und er schreibt einfach, aber du hast trotzdem gemacht. Oh mein Gott. Also nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Lara sagt, peace out. Also Leute, was lernen wir daraus? Lara aus Frankfurt macht die krassesten Hauspartys. Und bei mir gibt es immer miese Abenteuer. Also wenn ihr noch eine Folge sehen wollt von mir als die Lara aus Frankfurt, dann lasst dem Video auf jeden Fall 3000 Likes da. Jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos noch abchecken. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Ciao.